Willkommen zurück, liebe Freunde, auf Phuket24 aus eurem Urlaubschannel hier aus Thailand. Strahlenblauer Himmel, super schönes Wetter auf Phuket. Mein Freund Günther neben mir, er bietet hier super tolle Tauchausflüge an und natürlich auch Ausflüge so grundsätzlich auf der Insel, aber dazu dann im Video später ein bisschen mehr. Heute geht's raus aufs Meer mit dem Longtailboot und einer tollen Gruppe. Bisschen tauchen, schnorcheln oder einfach nur auf dem Boot abhängen. Das Letztere wird dann eher meins sein, wenn ihr mir das gestattet, dass ich nicht nur arbeite, sondern auch ein bisschen einen schönen Tag habe. Natürlich. Genieß es. So schaut's aus. Günther, wie gerade angekündigt, wir fahren raus, ein bisschen tauchen. Du fährst sehr, sehr oft im Moment raus, sehr, sehr viel los auf Phuket. Teilweise bist du zweimal am Tag mit dem Longtailboot oder mit dem Katamaran außen. Erzähl mal ein bisschen den Zuschauern, was ist da gerade im Moment los auf Phuket? Ja, im Moment ist sehr viel los auf Phuket. Also wir fahren momentan täglich raus und wir machen auch noch andere Touren. Die typischen Tagestouren nach Pipi, King Cruiser, also für Taucher und auch für andere, die mal die Maya Bay besichtigen wollen oder James Bond, wir bieten das alles mit an. Zwei Tauchgänge stehen an, hast du mir gesagt. Wo ist das jetzt nochmal genau? Wir fahren auf eine Insel oder erklär es nochmal genau. Ja, das ist so eine kleine Felsinsel, die ist unbewohnt, aber da hat es ein sehr schönes Riff. Das ist, da fahren wir Richtung der Westküste entlang und das ist Phor Phang Thao, heißt der Beach. Phor Phang Thao, so eine kleine Felsinsel, und da hat es ein wunderschönes Riff rundherum und ist für alle geeignet. Zum Schnorcheln super, zum Tauchen super und auch für Tauchanfänger sehr gut geeignet. Auch für faule Säcke wie mich gut geeignet? Ja, für faule Säcke, weil die können ja am Boot liegen bleiben. So schaut's aus. Dann würde ich sagen, der Günther hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los, oder? Los geht's. Da haben wir sicher viel Spaß, sind ganz, ganz coole Leute. Aber meistens die, die in Urlaub da sind, die sind ja ohnehin schon gut drauf. Und ja, wir werden es uns halt dazu beitragen, dass wir einen sicheren und spaßigen Tauchgang haben. Einen erfahrenen Bootsmann auch dabei, einen Thai, der tagtäglich rausfährt. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und ich sehe es, Günther, gut drauf und natürlich mit Recht. Super Wetter und super Ausflug. Erzähl mal, Günther, ein bisschen. Wir fahren hier in Kamala Beach los, an der Küste entlang. Der erste Strand ist eben Kamala Beach. Der nächste ist dann eigentlich der Lam Sing Beach. Den kann man zu Fuß erreichen über den Surin Beach, das was dann der nächste ist. Ist ein sehr schöner Strand. Also der ist nur zu Fuß erreichbar vom Surin Beach aus oder mit dem Boot. Kann ich Ihnen empfehlen. Und dann haben wir den Phang Thao Beach und da am Ende von diesem Phang Thao Beach ist die vorgelagerte Insel, wo wir hinfahren. An dem Tag etwas wellig, zumindest am Anfang, wo wir losgefahren sind, also so vor dem Tauchen erstmal eine Herausforderung, wie man sieht. Aber ja, dann angekommen und das Wetter hat dann auch relativ schnell aufgeklart und ihr seht, super schönes Wetter und viele Boote auch außen auf dem offenen Meer und hier ist dann auch schon der erste Ankerpunkt, wo es dann gleich ab ins Wasser geht und ich bin mal gespannt, wer dann jetzt wieder zurückkommt, was ihr Schönes hier unter Wasserwelt findet. Auf jeden Fall bunte Fische und bunte Korallen und dann lassen wir uns jetzt überraschen, was wir da alles sehen. So, rein ins Wasser und ab die Post. Ich bleibe erstmal auf dem Boot und filme vom Boot aus rein ins Wasser, wie ihr dann so runtergeht und daneben ja hoffentlich viel, viel Spaß habt. Ja, da haben wir jetzt ca. 7 Meter, der Tauchplatz. Wo wir hingehen, haben wir Maximaltiefe von 14 Meter auf der Südseite.
ja, das ist ein ganz easy Diving. Easy Diving ist die eine Sache, Schnorkeling die andere. Die Mädels haben sich fürs Schnorcheln entschieden, aber auch super schön, wie sie mir nach dem Zurückkommen geschildert haben. Sehr, sehr tolle Farben, tolle Fische gesehen und ihr seht es dann auch hier gleich im Video. Also die Unterwasserwelt hier vor Phuket, absolut toll. Ja, es sind große Fischschwärme da. Da sieht man jetzt zum Beispiel den Sergeantfisch. Ja, das sind immer große Schwärme. Es gibt Yellow Snapper, sind große Schwärme. Ja, die Fossiliere und ja, so haben wir richtig große Fischschwärme, die wir da nochmal anschauen können. Ja, die Mädels haben gute Laune und ja, wir auf dem Boot sind dann natürlich in Bewegung und haben so nach und nach die Stunde vom ersten Tauchgang ist dann auch zu Ende euch wieder aufgesammelt. Hat man da mal auch so ein bisschen Bedenken, wenn man auftaucht, dass das Boot dann vielleicht nicht da ist? Nein, da habe ich keine Bedenken. Also so viele Leute sind wir nicht. So viel, also bis 10 kann man noch zählen, Gott sei Dank. Ja, rein ins Boot und dann geht es auch schon zum zweiten Tauchgang. Fährt dann praktisch auf die andere Seite der Insel rüber und du hast gesagt, da ist dann auch wieder eine ganz andere Unterwasserwelt vorzufinden. Ja, vor Bangtau haben wir ja mehrere Tauchplätze, aber da die kleine Insel, die heißt Coveo, da ist die Südseite, ist mehr, ist ein bisschen flacher, die Nordseite ist ein bisschen steiler und ein bisschen tiefer und da hat es dann noch mehr Fischschwärme. Die Sandra und der Holger an meiner Seite. Wir sind immer noch auf dem Boot unterwegs und gleich geht es, wie gesagt, zum zweiten Tauchgang. Aber jetzt wollte ich doch nochmal die Sandra fragen. Hallo Sandra. Hallo. Ihr wart auch gerade beim Tauchen unterwegs und seid heute mit auf der Tour mit dem Günther. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist denn die Tour so? Ja, für mich ein bisschen aufregend. Nach längerer Zeit das erste Mal überhaupt wieder ein Tauchgang. Und insofern tut das gut, hier so erfahrene Guides zu haben. Man kann sich sehr auf sich konzentrieren und muss sich nicht so stressen mit dem ganzen Equipment. Und sehr cool bis jetzt. Was hast du Schönes unter Wasser so gesehen? Zwei Muränen, paar Würmer, würde ich sagen. Sind das? Schnecken. Schnecken, Entschuldigung, Schnecken. Ein paar Fischschwärme, sehr schön bunt, große Schwärme und viele Korallen, also so, wie heißen die, Tischkorallen? Ja. Wir tauchen jetzt in Thailand, hier vor Phuket. Wo warst du bisher schon davor? Was hast du da schon für Erfahrungen gesammelt bisher? Zuletzt auch in Griechenland, dann auch Italien und tatsächlich auch in der Karibik. Wo war es am besten? Na, hier in Thailand natürlich. Ist es wirklich so? Ist die Unterwasserwelt hier am besten? Also würdest du sagen, okay, hier sehe ich, hier fühle ich mich am wohlsten und hier ist es die Unterwasserwelt genauso, wie ich es mir vorstelle? Also ich kann nur sagen, der erste Tauchgang war sehr cool und jetzt bin ich natürlich gespannt, was als nächstes kommt. Tatsächlich in der Karibik habe ich ein paar mehr bunte Korallen gesehen. Hier sind schon so einige, die so ein bisschen schwächer sind in der Farbe, aber ansonsten war sehr cool. Aber der Günther hat uns ja versprochen, dass es hier jetzt richtig abgeht, also bin ich mal auch mal gespannt. Dein Mann, der Holger, hat so ein bisschen mehr Taucherfahrung, hast du gesagt, dann gehen wir doch mal gleich rüber. Holger, servus. Hallo, grüß dich. Schön, dass du auch fürs Interview kurz Zeit gefunden hast. Wie war denn für dich jetzt so der erste Tauchgang? Also jetzt auch mal wieder ganz spannend, so diese Felsformation und die einzelnen Korallenbänke, was da waren und schon interessant. Also ich habe zwar schon auch andere Sachen gesehen, beispielsweise in Ägypten oder ich komme ja aus Norddeutschland, ich tauche da in der Ostsee, da haben wir solche Sichtweiten nicht und die Fische sind auch etwas minimiert. Ein Hamburger, der Holger. Und letztes Jahr waren wir tatsächlich auf Island und da war ich dann auch tauchen nochmal.
Jetzt kommt gleich, wie gesagt, der zweite Tauchgang und dann schauen wir mal, was da los ist. Jetzt gehe ich dann gleich nochmal eine Etage weiter nach hinten oder einen Step nach hinten. Das ist selbstverständlich. Und dann werden wir uns unseren Schweizer nochmal herholen. Und ja, dann unterhalten wir uns nochmal nach dem letzten Tauchgang. Danke euch ganz herzlich. Vielen Dank auch. Thomas, servus. Servus, Biko. Du bist auf der Tour dabei, hilfst deinem Freund, dem Günther, so ein bisschen, dass hier alles vernünftig abläuft. Habe ich schon vorhin kurz angesprochen. Bevor es hier losgeht, ist hier schon einiges zu tun, dass wir hier alles ans Boot bringen und dann eben natürlich auch die Sicherheit, die an vorderster Stelle steht, alles so überprüfen und eben das ganze Equipment auf Vordermann bringen. Wie oft fährst du da hier raus mit dem Günther? Ja, wenn ich hier bin, die vier Monate, wenn ich jetzt hier bin, gehe ich sicher 3-4 Tage pro Woche sicher tauchen mit Günther. Der nächste Bergsteiger, hätte ich fast gesagt, Wahnsinn. Zwei Österreicher und Schweizer, die hier letztendlich heute auf der Tour unterwegs sind. Wie kam es denn bei dir zum Tauchen? Ich habe 2005 angefangen zu tauchen, weil ich mit einer Instruktorin zusammengearbeitet habe, die mich dann ausgebildet hat. Ich habe in der Schweiz bis zum Rescue Diver eine Ausbildung gemacht und dann hier in Thailand, in Kamala, den Dive Master und dann auch anschließend auch den Instructor gemacht. Was ist denn in der Unterwasserwelt hier vor Phuket, also in Thailand, so das Außergewöhnlichste, das Highlight gewesen, was du bisher eigentlich unter Wasser so gesehen hast? Weil du bist ja schon hast du schon einige Stunden da unten verbracht. Ja, für mich das Beste war ein Eagle Ray, den ich hier vor Coveo gesehen habe. Oder ein Whale Shark, der mir auf dem Südtrip begegnet ist, den ich auch dank Günther machen konnte vor 2 Jahren. Gibt es denn irgendwas, was dir da unten begegnet, wo es dir dann nicht ganz so geheuer ist, wo du sagst, okay, ich muss ich nicht unbedingt haben, oder bist du da total tiefenentspannt im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, das bin ich wirklich tiefenentspannt im wahrsten Sinne des Wortes. Das Übelste, was mir eigentlich hier begegnet, sind die Leute an Land oder andere Taucher unter Wasser, aber ganz sicher niemals irgendein Tier oder irgendwas, was im Wasser lebt. Da greift sich ganz sicher nichts an, außer allenfalls ein Triggerfisch, den du störst bei seiner Brutstätte. Aber ansonsten wird dich ganz sicher nie was im Wasser irgendwie gefährden, wenn du dich richtig verhältst und vorsichtig bist und auch einfach wirklich nichts anfasst und nichts berührst. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Günther, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten und da hat der Günther eben auch gesagt, es ist unter Wasser, mit der Unterwasserwelt genauso wie auch an Land. Die Tiere hauen ja eigentlich, oder die Fische oder was auch immer, haut ja eigentlich auch ab, wenn du jetzt da nicht irgendwie die bedrängst und denen hinterher schwimmst und versuchst, die anzufassen oder sonst oder was. Demzufolge ist das eigentlich alles relativ easy, oder? Das ist so, es ist alles sehr easy. Alles flüchtet, wenn es flüchten kann, außer eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn du irgendetwas in Bedrängnis bringst und betatscht, dann wehrt er sich entsprechend. Genau gleich wie die Tiere an Land. Aber unter Wasser ist die Welt wirklich noch in Ordnung. Unter Wasser ist die Welt noch in Ordnung, ist das wirklich so? Ja, das ist wirklich so. Man hat die Ruhe, man hat die Meditation, man hat alles, was man braucht. Natürlich ist das Riff war teilweise beschädigt. Mittlerweile hat sich das Riff ja schon wieder sehr, sehr gut erholt. Und wie man sieht, kann man jede Menge Fisch da. Ja, tolle Fischschwärme, zumindest jetzt aus meiner Betrachtung. Ich bin ja nicht so der Experte, aber du hast mir gesagt, da jetzt an diesem Riff ist auf jeden Fall eine super Unterwasserwelt und ja, für mich als Laien sieht es wirklich richtig toll aus. Ja, es hat da riesige Fischschwärme, wenn wir da dann Richtung Westen tauchen, da haben wir Yellow Snapper, wir haben Fusiliere und die sind in großen Gruppen unterwegs. Wie ist es mit gefährlichen Tieren unter Wasser, sprich, ja, ich komme da gleich wieder auf den Hai zu sprechen, als ja, ein bisschen ängstlicher Schwimmer, sage ich mal, ich gehe schon raus aufs Meer und schwimme da auch, also so ist es jetzt nicht, aber immer so mit ein bisschen Respekt oder mit sehr, sehr viel Respekt. Ist da auch ab und zu mal ein Hai unterwegs, wenn ihr auf Tour geht? Ja, es ist ja gut, wenn man Respekt hat vor der Natur, aber da zum Beispiel in Coveo habe ich leider noch nie einen Hai gesehen, weil ich
Jeder, der taucht, will eigentlich ganz gerne mal heißen, aber so, wenn wir Pipi fahren, wir fahren ja auch Ganztagestouren, wenn wir Pipi fahren, da hat es dann schon Schwarzspitzenriffhaie, aber die sind nicht gefährlich, die sind sehr scheu. Weil du gerade Pipi ansprichst, das sind dann so Ganztagestouren, die von Kamala mit dem, ja, mit einem Shuttlebus, sage ich jetzt mal, mit einem kleinen Bus runter nach Chalon am Hafen und dann fahrt er mit dem Schiff raus und größere Gruppen dann auch und da ist dann auch so ein Ganztagesausflug, wie gerade schon gesagt, mit Verpflegung und alles drum und dran. Auch sowas bietet ihr an. Was bietet ihr denn so grundsätzlich an? Also zu Longtailboot jetzt, was ja direkt von Kamala weggeht. Ja, Longtailboot bietet man an. Ich mache auch Halbtagestouren für Beachdive-Gänge, also vom Strand aus, wenn jemand ganz seekrank ist. Und sonst natürlich auch die Tagestouren, wo man macht King Cruiser, Shark Point, Kodak Mai, Pipi. Also da ist dann alles dabei, bei den Ganztagestouren hat man Frühstück und Mittagessen und, ja, und alles inkludiert. Wunderschöner Rochen hier am Start. Richtig tolle Tiere, oder Günther? Ja, das ist ein Blue Spotted Stingray oder Blaupunktrochen auf Deutsch. Wunderschönes Tier. Ein Vogel im Wasser. Elegant. Gute Stimmung, die Leute haben Spaß gehabt und auch tolle Erlebnisse unter Wasser gehabt, so wurde mir berichtet und ja, man sieht es, es geht nach Hause Richtung Kamala. Wenn ihr auch einmal interessiert seid, schaut vorbei beim Günther. Günther freut sich, euch begrüßen zu dürfen und euch mal auf einen tollen Ausflug mitzunehmen. Danke fürs Reinschauen, danke Günther für deine Zeit und noch viele, viele sichere und schöne Tauchgänge in dieser Saison und ja, bis zum nächsten Mal. Ich sag danke für die tollen Aufnahmen und ja, und hoffe auf viele, viele Gäste. Liebe Grüße nach Deutschland, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Servus, Sabadi Krab.